So ungefähr könnte das Flugzeug der Zukunft aussehen. Und das war das erste Modell. Erfunden hat es Justus Behnert. Gebaut wirklich bei mir auf dem Dachboden mit ganz primitiven Methoden. Und es gab auch überhaupt viele Meinungen, dass das gar nicht fliegen kann. Erster Testflug 2014. Und es fliegt. Erst als Segelflieger, dann mit Triebwerken. Sein Flugzeugmodell hat Justus Behnert Flying V genannt, das fliegende V. Die Passagiere, Frachtraum und Tank würden hier, statt wie gewöhnlich im Rumpf, in den beiden Flügeln sitzen. Man hat jetzt nicht nur einen großen Rumpf, der sehr viel Oberfläche hat, sehr viel Luftwiderstand erzeugt. Man hat nämlich zwei kleinere, die eben, wenn man sie so in einer V-Form anordnet, sehr schön integrierbar sind in einen V-Flügel und spart damit Oberfläche. Und damit ist das Flugzeug letzten Endes effizienter. Also verbraucht weniger Treibstoff. Heute ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter. Als er den V-Flieger entwickelt, noch Student an der TU Berlin und absolviert ein Praktikum bei Airbus. Dort stößt seine Idee auf offene Ohren. Airbus reicht ein Patent ein. Gerade entwickelt die TU Delft in den Niederlanden das Modell weiter. So könnte der Flieger mal im Original aussehen, mit einer Spannweite von 65 Metern. Er könnte so an allen Flughäfen für Großraumflugzeuge landen und würde 20% weniger Treibstoff verbrauchen. Dieses Konzept ist natürlich offen für alle anderen möglichen Antriebskonzepte. Also wenn man hybrides Flugzeug, irgendwelche elektrischen Antriebe, dann wird dieses Flugzeug einfach nur noch besser. Professor Valentin Popov kennt den jungen Erfinder schon seit dem ersten Semester. Dass seine Idee es so weit gebracht hat, ist alles andere als selbstverständlich. Viele Leute haben gute Ideen, aber nur wenige können es den anderen so beibringen, dass sie interessiert sind und es weiterverfolgen. Und hier müssen riesen Ressourcen eingebracht werden, damit diese Idee weiterverfolgt und das Flugzeug tatsächlich gebaut wird. In den Studien, die weiter gemacht wurden an der TU Delft, hat sich einfach herausgestellt, dass das Flugzeug immer besser geworden ist. Also noch besser, als ich das damals vermutet habe. Und das ist natürlich sehr schön. Noch wird entwickelt und getestet, wie hier im Windtunnel der Uni Delft. Schon im Oktober soll ein Prototyp an den Start gehen. Und vielleicht schweben wir in 20 oder 30 Jahren dann in den Flügeln des Flying V durch die Lüfte.